Und ja, ich bin studiert. Oh, das ist aber unangenehm. So. Suche Nova auf. Können wir auch machen. Nee, ist noch ein unbekanntes Gebiet. Suche Chupsa auf. Ja, da können wir noch hin. Lass das machen. So. Ah, ich habe ja nichts zum Hinreisen, ne? Wir müssen hier hinreisen und dann darüber laufen. Ja. Ach, ich kann aktuell nicht reisen, weil ich noch unter Tage bin. Na. Waren wir da schon? Dieser Ort könnte gefährlich sein. Ah, da geht's raus. Okay, gut. Gut, 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 gut. Wir müssen nicht hier hin. Also dahin reisen. Die Mine besteht aus Graphen. Blei wäre höchst toxisch. Warum heißt es dann Bleistift? Aber da war früher Blei drin, oder? Wisst ihr noch, wie man als Kind... Oh! Oh, Funfly. Hi! Danke für deinen Resub. Seit 15 Monaten auf Tier 2. Insane. Wirklich. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Das ist krass. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Ja, ich wollte gerade fragen, ob ihr noch wisst, wie es damals als Kind war, wenn man, wenn man so das... Bitte sagt mir, ich war nicht die Einzige. Wenn man vom Tintenkiller das Weiße abgeschleckt hat. Ich weiß, es ist giftig, macht man nicht, aber es hat doch jeder gemacht, oder? Das hat doch jeder gemacht. Bitte sagt mir nicht, ich war die Einzige. Das erklärt einiges. Mach aus dich nicht uns zu jeder. Hell no. Okay. Oh, schöne Mütze. Guck an. Dran gerochen, ja, aber nicht abgeschleckt. Ja, wer schleckt denn das ab? Nur Leute, die wissen wollen, ob es wirklich so schmeckt, wie es auch riecht. Wer Hast du die macht denn Bruchbude sowas? gesehen? Da lohnt sich bestimmt ein Blick. Kinder sind so dumm, wirklich. So. Meint, es ist schwer, den Überblick zu behalten. Die Welt stürzt so rasch zusammen. Einer, der mehr Ahnung haben könnte, ist der Bücherwurm Sol. Er schätzt jedoch seine Alleinzeit und hat sich daher in die Kluppidünen zurückgezogen. Ich muss gerade den Chat lesen und ein bisschen dabei schmunzeln. Wo ist Sols Bibliothek? Wo finde ich Sol? Wer ist Sol? Wo finde ich ihn? Oder wo ist seine Bibliothek? Ja. Sagt, dass Sol zu unorganisiert ist, um sich eine Bibliothek einzurichten. Die Bücher fliegen nur überall herum. Meint Sol zuletzt gesehen zu haben, als er in die Hitze der Dünen aufbrach. Da draußen wird ihn wohl kaum jemand stören. Das ist gar keine so üble Sache. Ich will mir Souls Wissen aneignen. Vielleicht kann Soul mich etwas lehren. Sag, das ist die richtige Denkweise, wenn du mehr wissen willst. Okay, machen wir. Machen wir auf jeden Fall. Ich will jetzt noch in das Haus rein und dann können wir mit der Sidequest weitermachen. Blub.
Hast du davor Tinte getrunken? Hätte ich das machen sollen? Wäre es dann effektiver gewesen? Da ist nix. Nutze die Nacht, so gut es geht. Setz einfach einen Fuß vor den anderen. Ganz einfach. Du rennst wie der Wind. Ich schätze mal, Palo hat auch alle Putzmittel in einem abschließbaren Schrank. Das habe ich nie gemacht, aber ich habe, wenn ihr nicht am Essen seid, dann habe ich eine Ekelstory von mir als Kind, okay? Die ist nicht so eklig wie vielleicht andere Kinderstories, aber die ist schon, ich finde die schon ziemlich eklig. Und zwar, wie erzähle ich das jetzt? Und gleichzeitig dabei noch seriös wirken zu können. Also ich habe als Kind, ne? Als Kind, da war ich ein Kind. Da habe ich mir von so einer Verpackung, habe ich mir dieses Plastikding, also die Plastikverpackung, ne? Also man stell dich vor, es gab doch an Ostern sich großartige Dinge anfertigen. So Schoko. Ostereier. So die ganz, 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 ganz kleinen, okay? Da habe ich die Verpackung mir in die Nase gesteckt. Und ich weiß noch, das war eine orangene Verpackung oder so. So ein Papier halt. Und als ich das wieder aus der Nase draußen hatte, war es rot. Und dann war ich so verstört, dass ich mir gedacht habe, nie, nie wieder stecke ich mir was in die Nase. Ja. Das war meine Nasenreinsteck-Story. Was habt ihr euch so als Kind in die Nase gesteckt? Oder gegessen oder so? Oh, wirklich. Guck mal. Hier auch wieder ein sehr, sehr schöner Weg. Mit den Lichtern. Endlich. Boah. Ein kleines Leuchten. Sieht sehr, sehr schön aus, dieser Weg gerade. Hoppla. Nix. Einfach nix. Jo, als ob. Immer wenn ich denke, Punzel ist smart, kommt der Satz, als Kind habe ich. Und bei so einer bin ich 12 Monate Sub. Oh. So. Da durch. Hier waren wir schon mal. Hier waren wir schon mal drin. Und hier ist bestimmt noch irgendeine Quest später. Ich habe mal Blumenzwiebeln gegessen. Meinst du, so richtig mit Erde dran? Mit zwei oder so? Oh ja, Blätter habe ich früher auch gegessen. Man denkt immer so, Blätter sehen so saftig aus und Tiere essen das ja auch so genüsslich. Aber Leute, ich kann euch sagen, Blätter sind fucking eklig. Esst keine Blätter. Ich dachte, ich war als Kind nicht normal, aber dann kommt Punzel und zeigt einem, schlimmer geht immer. Jo, als ob. Riechst du das? Die Glurbweide. Chupsa dürfte nicht weit sein. Ich war jetzt kein so abartiges Kind. Also es gäbe noch eine Story, die weitaus verstörender ist. Aber alles mit der Zeit, wenn wir uns ein bisschen besser kennenlernen. Ein neuer Tag bricht an. Viele sind wohl nicht mehr übrig. So, hier ist nix, hier ist auch nix. Lass da runtergehen, lass mit ihm sprechen. Hallo. Dre. Er hat gehört, was dir zugestoßen ist und würde dir keinen Vorwurf machen, falls du aufgeben und zurück nach Hause gehen solltest. Er hätte das schon längst getan.
Wo ist dein Zuhause? Vor dem Ende der Welt kann man nicht weglaufen. Ich kann nicht aufgeben. Wir fragen mal, wo er wohnt. Behauptet, es ist immer bei ihm. Wo er auch hingeht. Fürs Erste jedenfalls. Dein Mut, der dich bis hierher gebracht hat, beeindruckt ihn. Er weiß, dass er schon lange von seinem Weg abgekommen wäre, ob in Gefahr oder nicht. Der Gedanke an ein Zuhause reizt ihn einfach zu sehr. Er hofft, dass du den Baum des Lebens rettest, zusammen mit der ganzen Welt und jedem einzelnen Zuhause, einschließlich seines. Ihm ist es egal, ob dir dein Zuhause etwas bedeutet. Er bittet dich bloß, an solche wie ihn zu denken, die nichts tun können, um ihres zu retten. Er fragt sich manchmal, wie das Leben wohl wäre, wenn er woanders wohnte. Anderes Zuhause, andere Perspektive. Ich finde, in dieser Aussage oder in diesem Gedanken steckt so viel drin. Man ist mehr als nur sein Zuhause. Ein Zuhause ist wichtig. Erstens, ich finde, ein Zuhause ist sehr wichtig, aber man ist auch mehr als nur sein Zuhause, denn man kann, finde ich, auch mehrere Zuhausen haben. So, es gibt die Heimat, finde ich, so der Background, wo man herkommt, aber ein Zuhause kann auch das Zuhause von einer guten Freundin sein. Irgendwie gefühlt da, wo man halt einen Rückzugsort hat. Deswegen würde ich sagen, man ist mehr als nur das. Würde da jetzt Heimat stehen, ist es was ganz anderes. Sagt, das würdest du nicht sagen, wenn du ein Zuhause hättest. Stattdessen bist du hergekommen, oder? Ist überrascht, dass die Welt überleben wird. Er kann sein Zuhause wohl behalten. Du hast dein Bestes gegeben, um alles besser zu machen, nicht nur für dich selbst. Hat gehört, du wurdest ins Zuhause der Myriad aufgenommen. Es ist so luftig hell. Hat dir das Angst gemacht? Angst? Nee, mir hat es gefallen. Ist erstaunt darüber. Für ihn wäre es zu gegengemütlich, um dort zu leben. Das Zuhause von anderen ist aber auch nicht so wichtig. Er sagt, was auch immer du glaubst, größer muss nicht besser sein. Es ist einfach größer. Dinge sind nicht immer so, wie sie scheinen. Es geht um mehr als das, was man sieht. Sein Name ist Chupsa. Namen bedeuten nicht viel. Doch du solltest wissen, dass sein Fundament auf etwas ruht, das größer als er selbst ist. Da die Welt am Rande der Zerstörung steht, ist die Zeit für ihn gekommen, ein Zuhause zu finden, das besser zu seinen Bedürfnissen passt. Was stimmt mit deinem Zuhause nicht? Warum gerade jetzt umziehen? Aber größer ist nicht unbedingt besser. Wir fragen mal, was denn da nicht so stimmt. Meint, bislang war es großartig, aber mittlerweile ist es zu klein. Es wird Zeit, sich etwas Größeres zu suchen. Chupsa meint, zu Hause ist es am schönsten. Auch wenn er mit Geist, Herz und Körper schon dort ist, hat er das Gefühl, sich weit weg von dem Ort zu befinden, an dem er sein möchte. Wenn du wahrhaft mit etwas aus der versenkten Erde verbunden bist, wie zum Beispiel einer Karotte, bist du mit dem gesamten Land verbunden und fühlst dich eins mit dem Leben. Sobald er aufbricht, wirst du das verstehen. Chupsa fragt, ob du hier irgendwo in der Erde Karotten gesehen hast. Er braucht schon seit einer Weile eine. Doch jetzt muss er eine finden, bevor es zu spät ist. Ich werde eine Karotte für dich finden. Karotten sind wertlos. Eine Karotte kommt sofort. Wir nehmen mal wieder die Mitte. Schätzt, du bist für den Job genau richtig. So. Nebenquest abgeschlossen. Sehr schön. Weiter geht's. Es war gerade eine sehr, sehr lange Cutscene. So. Esst keine Blätter, der Pro-Tipp des Tages. Notiz an mich, niemals mit Punze in den Wald gehen. Jo, als ob ich dann überall so die Bäume snack. Was wollte ich gerade sagen?
größer ist nicht besser, Kappa. Genau, ja. Ich will kurz aufs Klo gehen. Ich würde meine peinliche Kindheitsstory erzählen, wenn mindestens eine Person im Chat auch eine peinliche Kindheitsstory erzählt. Nur dann mache ich mit, okay? Okay? Und, genau, ich gehe jetzt kurz aufs Klo. Und dann wollte ich nachher noch was ankündigen. Die Sonne steht im Zenit. Gut. Was wir eventuell vielleicht heute anstatt Crosscode oder demnächst auch streamen werden, denn ich habe vielleicht mit etwas angefangen. Bis gleich. WB. Das sind viel zu viele Geheimnisse für die Uhrzeit. Es ist schon 12:30. Peinlich? Das Problem ist die Definition von peinlich, denn seitdem ich mich selbst zu allgemein als peinlich geltenden Sachen gezwungen habe, ist da mein eigenes Verständnis von Peinlichkeit anders ausgeprägt. Zu was hast du dich selbst gezwungen? Was für mich nicht peinlich ist, wäre vielleicht für andere peinlich hoch 10. Ja, true, true, verstehe ich. So bin ich als Challenge zu McDonald's gegangen und habe dort mehrfach Pizza verlangt, obwohl hinter mir Leute warteten. Oh, okay, okay, okay. Okay, ja, dann vielleicht, wie soll ich sagen, es sind ja bewusste Handlungen. Vielleicht etwas, was dir passiert ist, was nicht beabsichtigt war? Weil, also das Ding ist, dass, wie gesagt, ne, was Peinlichkeit angeht, da hat man verschiedene Hemmschwellen so und verschiedene Auffassungen. Oh, das ist ein Eisgebiet, da waren wir noch gar nicht. Ich würde sagen, mir ist schon ziemlich vieles peinlich. Ich kann auch meine Streams nur ganz schwer selber angucken. Und anderen, zum Beispiel Papa Platte, ist gefühlt nichts peinlich. Nichts, der könnte über alles on Stream reden, gefühlt. Außer vielleicht sein genaues Einkommen oder so. Aber, ne, das ist halt echt, das ist halt schon krass. Wir müssen dahin, ne? Ist das? Wo ist das? Hier. Ja, ja, da müssen wir hin. Aber ich glaube, am schlimmsten war es bei mir, wie man es halt, also der Klassiker, ne? Wo ist denn der Gegner? Du bist nicht mein Gegner. Ich sehe den Gegner nicht. Ja, er ist weg. Er ist wieder da? Wo? Wo ist denn der Gegner? Oh! Oh mein Gott. Wo kam denn der jetzt her? Ja, der Klassiker, ne? So in der Teenie-Zeit ist einem halt super vieles peinlich. Aber je älter ich geworden bin, desto öfter sind mir Sachen egal. Zum Beispiel hätte ich auch früher nie nach dem Weg fragen können. Oder... Ja, ja, sowas halt, ne? Also Sachen sagen gegenüber Leuten, die ich nie wieder treffe, wäre mir früher ultra peinlich gewesen. Mittlerweile ist es halt so... Ja, ich sehe die halt nie wieder, ne? Habt ihr das gerade gesehen? Oh je, oh je. Oh je. Ja, der kann uns ranziehen. Der grabbt uns. Kann es sein, dass ich gerade nur eine Waffe habe? Ist das hier gerade mein Problem? Habe ich nur eine Waffe? Nee. Ach, hau doch ab. Hau doch ab. So, wir ballern die jetzt so weg. Okay. Du hast schon bessere Tage gesehen. Ja. Er kriegt uns auch wirklich jedes Mal. Jedes Mal. Ich glaube, der spielt gerne Pike. Ist so ein klassischer Pike-Spieler. Da war es gerade ein bisschen verbuggt.
So, jetzt pass mal auf. Den können wir noch demnächst grabben. Gut, ich mach das. Jetzt. Sehr schön. Sind welche tot? Ah. Dafür reicht deine Ki-Energie nicht. Ja, danke. So. Ausgedribbelt. Du hängst in den Seilen. Ja. Gut erkannt. So. Und jetzt können wir den Kampf gegen ihn starten. Echt scharf. Oh, oh. Er tritt uns einfach von hinten. Wie frech ist das denn? So, wo ist deine Schwachstelle? Wahrscheinlich, hoppala. Wahrscheinlich. Au. Wahrscheinlich von hinten, ne? Das gibt einen Narr. Ein Schnei. So, da haben wir es doch. Ich bin mal im Mittag. Alles klar, Eisenthaler. Viel, was sagt man denn da? Guten Hunger? Oh, auch sehr schön hier gerade, ne? Mit dem Wasser. Auch das, es sieht, wenn man es nicht wüsste, sieht es ein bisschen aus wie bei Horizon, oder? Jetzt noch so ein Dino hier irgendwo? 1:1.